Mensch, Julius, da habt ihr einen aufregenden Morgen hinter euch. Ja, einiges produziert, einiges gemacht. Und ja, ausgezogen haben wir jetzt gerade gemacht. Sämtliche Toast, Sandwiches, Teige, gestern schon alles vorbereitet für den heutigen Tag. Es war auf jeden Fall ordentlich viel Arbeit. Genau, aber jetzt geschafft. Größtenteils ist verkauft. Ich würde mal so sagen 85%. War eine lange Nacht für euch, aufregend, oder? War eine lange Nacht. Bis in die Nacht rein. Wie lange haben wir gearbeitet? Wie lange haben wir gearbeitet? 12 Uhr Mitternacht. 12 Uhr Mitternacht? Ja. Das ist ja die Masseurin, ne? Ja, genau. Ich muss mich vierteilen. Du bist die Mama von Julius, ne? Genau, ja. Ja. Was macht der Julius denn sonst noch so? Er trainiert? Sonst so momentan, also was ich immer mache. Training, ganz viel körperliche Fitness, versuche mich auch Vordermann zu halten. Du bist 19 Jahre alt? Genau, 19 Jahre alt. Aha. Dieses Jahr dann 20. Wie war das eigentlich jetzt mit dem Rüberwechseln von Deutschland hierher? War das schwierig? Freunde verlassen? Aufregend? Ja, es war auf jeden Fall nicht einfach. Ich musste ein paar Freunde einfach aussortieren, wo ich das Gefühl hatte, dass es einfach nicht zu meinem Lebensweg dazugehört. Was war denn der Grund für dich zu gehen? War das jetzt nur Mama und Papa kommen mit oder hattest du selber auch Ideen, warum du weg willst? Ich hätte in Deutschland bleiben können, aber ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich mitkomme, einfach weil ich in Deutschland keine großartige Aussicht mehr hatte für meine Zukunft und alles Mögliche. Also man wurde oft auf jeden Fall von den Arbeitgebern die ganze Zeit rumdrangsaliert. Ich wurde oft beleidigt, also habe oft auf jeden Fall ins Klo gegriffen. Wie kommt das? Dass das anbelangt. Bist du so eine schwierige Person? Nee. Er ist nicht geimpft. Ich war zuerst im Rewe, war ich die ganze Zeit tätig. Regale einräumen und etc. Edeka, wo noch? Lidl oder so. Also das hört sich nach viel Arbeit an, ne? Ja. Da bist du den ganzen Tag auf den Beinen, richtig? Da war ich auch, genau, rund um die Uhr die ganze Zeit. Und dann hat Mama gesagt, du, guck mal hier, El Paraiso Verde in Paraguay. Oder, ja, genau. oder wie war das? Ja, genau so war das, ja, genau. Ich habe vom Stern-TV so eine negative Artikel gelesen über das EPV und dann habe ich mir gedacht, oh, da muss ich hin. Jo. Da will ich hin, unbedingt, erst recht. Ja, das muss ich jetzt kennenlernen. Und da bin ich ganz happy. Deswegen. Wir freuen uns auch immer richtig, wenn der Stern für uns Werbung macht. Total. Und obwohl er meint, er wird alles in den Dreck ziehen, aber es ist super schön. Also, ja. Wir bereuen nichts, es ist traumhaft. Ja, und jetzt bist du ja hier angekommen und musst dich ja wieder neu orientieren, Julius. Genau, es war nicht einfach auf jeden Fall für mich. Es war ein großer Kulturschock. Ich musste erst mit allen wieder klarkommen. Musste ich mehr oder weniger erst wieder finden, sage ich mal, okay. Du bist jetzt ausgewandert, neue Kultur, neues Land, neu alles einfach. Stimmt, also die Hitze war am Anfang für mich ein großes Problem. Ich bin hergekommen, ich war erstmal krank. Und dann dazu noch 40 Grad plus. Ja, also, ja. Da war ich Taxifahrer für eine gewisse Zeit lang am Anfang, wo wir hergekommen sind. Immer nach Casapa, die Leute. In der Früh immer Aufträge bekommen, okay, ich muss hier hin, ich muss zum CC Großmarkt in Casapa Obst kaufen und alles. Also auch Learning by Doing, das hast du so langsam im Griff, genau, ne? Ich meine, du transportierst oder du beförderst ja auch Menschen. Transportieren, befördern, alles. Hatten die keine Angst? Hattest du keine Angst? Ja, die Leute hatten auf jeden Fall schon mal ein bisschen Muffensausen, aber ja. Ich hatte jetzt keine Angst nicht mehr, weil ich war das schon gut gewöhnt. Fährt er denn verantwortungsvoll? Oder? Ja, auf alle Fälle. Und es ist jedes Mal ein Abenteuer. Also dann kann man auch schon mal sagen, dass du ein bisschen Geld verdient hast. Du bist angefangen und hast eine Idee gehabt? Hast du selbst ausgedacht? Meine Mutter hatte quasi zuerst die Idee, genau, und ich habe es dann umgesetzt. Aha. Und wie hat Erwin reagiert, als du gesagt hast, so, ich will jetzt hier Taxi fahren? Das war am Anfang ganz entspannt auf jeden Fall, war erfreut. War sehr erfreut darüber, dass es, dass man einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, aus sich rauskommt, dass ich auf einmal ein bisschen was mach, weil ich habe das einfach gemacht. Erwin hat sich auf jeden Fall gefreut. Mhm. Oh, super, klasse. Ja, dann haben wir jetzt einen anstrengenden Tag erstmal hinter uns, würde ich so sagen. Ne? Ja, ich bin echt müde jetzt. Und habt ihr gut verkauft? Ja. Kann ich mal die Kasse sehen? Ich will mal den Leuten zeigen, dass man hier auch Geld verdienen kann. Eieieiei. Das sieht doch richtig gut aus, oder? Genau, das, wo ich auf jeden Fall am dankbarsten bin,
was ich hier komplett lernen durfte, an alles, am Taxifahren, an dieses kalte Wasser, wo ich einfach hineingeschmissen wurde, mehr oder weniger. Backgeschäft, so, du bist selbstständig, musst machen, produzieren. Da ist auf jeden Fall, da wo ich so dankbar bin, du lernst einfach so viel dazu, du wirst so selbstbewusst. Ja. Du wirst einfach schnell erwachsen, ne? Genau, schnell erwachsen. Du wirst dann mentalisch und psychisch einfach viel stärker und stabiler und alles. Das merkt man. Von wem hat er diese positive Einstellung? Ja? Ich glaube von mir. Wow. Ich ein bisschen angeben. Ich habe auf jeden Fall viel meiner Mutter zu verdanken. In den jungen Jahren in der Schule ging es schon los. Ja. Viel Stress immer gehabt, viel Streitigkeiten, viel Probleme. Meine Mutter war auf jeden Fall immer diejenige, die Person, die mir immer unter die Arme gegriffen hat und quasi, ja, einfach von den Lehrern nie einschüchtern lassen, nie kleinkriegen lassen. Oh, wie schön. Jetzt drück doch deine Mama mal. Das will ich doch mal sehen. Komm her. Jetzt haben wir alles, ja, oder? Jetzt haben wir alles. Also gut, ne? Vielen Dank, ne? Ich bin jetzt gerade ein bisschen gerührt. Ach komm, jetzt hör mal auf.